Guten Tag allerseits. Ich möchte heute einige Videos machen zum Thema Design Patterns. Und Sie kennen ja schon dieses Repository hier, Design Patterns. Da hat es ein paar Übungen drin. Ich werde das einfach mal forken und dann direkt klonen. Nehmen wir wieder Visual Studio Codes und lege das hier bei mir ab, sofern ich es finde. So, hierhin kommt es. Dann öffnen wir das gleich. Warten einen kleinen Moment, bis alles bereit ist. So, es sieht gut aus. Gehen wir noch zurück ins README, ins Repository. Hier oben ein paar hilfreiche Links und ein paar Erläuterungen. Dann geht es direkt weiter mit der Aufgabe 0, dieser kleinen Geometrieaufgabe hier. Hier soll es nur darum gehen, mal das Ganze zu testen, ob es funktioniert. Und zwar sollen wir den Calculator um eine Methode erweitern namens GetWithHalfRatio. Kopieren wir mal den Namen heraus zur Sicherheit und dann versuchen wir uns mal an dieser Aufgabe. Also wir haben hier das Program.cs. Hier werden ja verschiedene Methoden vom Calculator aufgerufen. Einmal über das Rectangle-Objekt und einmal halt über ein Square-Objekt, das mit Hilfe eines Adapters verpackt wird. Das ist eine Art Wrapper-Klasse, dieser Adapter. Und hier ist der Adapter schon implementiert. Das heißt, wir müssen eigentlich nichts mehr tun, was mit dem Design-Pattern zu tun hat. Aber einfach mal, um das ganze Setup zu testen, wollen wir hier mal im Calculator eine weitere Methode einfügen. Habe ja den Namen schon rauskopiert, GetWithHalfRatio. Und die mache ich Public Static für die anderen auch. Und wie immer verwenden wir Rectangular Objekte. Beziehungsweise, das ist ein Interface, wir verwenden Instanzen von Objekten, die dieses Interface implementieren. Schauen wir mal, wie könnte man das implementieren. Also die Breite über die Höhe ist ja Ratio, also das Verhältnis. Machen wir mal das folgendermaßen. Rectangle. Sagen wir da get width geteilt durch rectangle.getHeight. So, wunderbar. Und das Ganze, ich nehme an, wir müssen es vorher noch in Double casten, damit wir dann nicht eine Integer-Division haben, die dann keine Nachkommastellen ergibt. Bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob das nötig ist. So ist es wenigstens explizit. Jetzt können wir ins Programm reingehen und jetzt erweitern wir die Aufrufe. VH-Ratio nenne ich das mal hier. GetWithHalfRatio. Und hier unten, ich kopiere es einfach jetzt mal. RectSquare. Und der Witz wäre ja jetzt, dass diese Zahl hier immer 1,0 ist bei Quadraten und bei Rechtecken. Hier haben wir ein anderes Seitenverhältnis. Also starten wir das mal. .NET Run Project Geometry. Dann schauen wir dann, was dabei rauskommt. Haben noch etwas Falsches gemacht hier. Calculator, keinen Rückgabetyp definiert. Oh, tatsächlich Double vergessen. So, jetzt sollte es aber laufen. Wunderbar, und Sie sehen hier das Width-Height-Ratio bei diesem Rechteck. 3 mal 4 ist 0,75, es leuchtet ein. Und hier unten beim Quadrat ist es 1,0, leuchtet auch ein. Damit wäre diese Aufgabe Nummer 0 erfüllt. Und machen dann im nächsten Video weiter mit einem weiteren Adapterbeispiel. Kann noch schnell Vollständigkeit halber das zu Git hinzufügen.
exercise 0, extended calculator. So, wäre das auch erledigt. Bis dann.